Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, zu einem Frosche mal, schön, dass Sie wieder mit dabei sind, zu einer weiteren abgespaceden Runde No Man's Sky mit dem Next Update. Und ich will ganz ehrlich zu euch sein, das ist meine erste Aufnahme No Man's Sky nach meinem sehr, sehr langen Sommerurlaub. Ich muss mich also wieder ein bisschen einspielen und als allererstes habe ich auch feststellen müssen, dass der gute Leo, der Leo der Vergangenheit, ein ganz schönes Arschloch sein kann, weil wir in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere, war es die letzte Folge, gestorben sind, all unsere Sachen verloren haben und die unwiederbringlich im Weltall verschollen sind. Das heißt, wir müssen unsere komplette Grundressourcenausrüstung, müssen wir uns neu erarbeiten. Wir müssen, glaube ich, eine Technologie von unserem Raumschiff müssen wir wieder instand setzen. Und wir haben also wie immer viel, viel zu tun. Lasst uns demnach loslegen. Was müssen wir denn eigentlich nochmal reparieren? Wir haben ja ein Glück, haben wir unseren Raumschiff Starttreibstoff, haben wir noch hier drinnen gehabt und die Warpzelle. Hyperantrieb ist voll. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, den bisher größten Hyperraumsprung in unserer bisherigen Spielesession hier zu vollführen. Mit einem voll aufgeladenen Hyperantrieb. Den müssen wir erstmal verschieben. Ich weiß, der war eigentlich schon in der letzten Folge versprochen, aber Umstände, Leute. Umstände. Okay. Was war denn jetzt hier kaputt? Woher kenne ich denn das, was hier kaputt ist? Ist vielleicht doch nichts kaputt? Nee, da kann ja gar nichts kaputt sein, denn wir waren ja außerhalb unseres Raumschiffes. Wenn was kaputt ist, dann hier. Aber da scheint eigentlich alles okay zu sein. Na gut. Dann nehmen wir das jetzt erstmal hin. Checken mal unsere Aufgaben. Wir müssen uns erstmal schön eingrooven. Was gibt es denn hier für Aufgaben? Womit können wir uns denn grooven? Wir brauchen einen Kobaltspiegel und 50 Natriumnitrat. Ich glaube, das kriege ich beides hier auf der Station gekauft. Dann können wir unsere ablative Panzerung zu Ende bauen. Das ist das allgemeine große Ziel. Sie hat mir in einer Stimme gesprochen, die ich noch nie gehört habe. Sie fragt nach Samen. Nach Samen. Komische Frau. Also. Und hier ist die Weltraumanomalie. In diesem System gibt es eine merkwürdige Raumstation. Ist die hier in dem System? Ist die hier in dem System? Kann ich die so überhaupt sehen? Ich glaube ja. Nee. Oder doch? Kann ich die so sehen? Das sind alles Planeten. Werden wir zur gegebenen Zeit sehen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um 50 Natriumnitrat und darüber hinaus einen Kobaltspiegel. Hier müsste ein Handelsnetzwerk sein. Hallöchen, na ihr frechen Roboter, ihr. Lange nicht mehr gesehen. Vom galaktischen Handelsnetzwerk kaufen. Hast du denn das alles überhaupt im Angebot? Hast du denn Natriumnitrat? Nee, aber du hast Natrium. Oh, naja, wenn ich sowieso Natrium umwandeln müsste, dann kann ich das eigentlich auch relativ kostengünstig auf dem Planeten farmen. Ohmsches Gel, Widerstandsgel. Stromfressende Bergbauarbeiten sind sehr gefährlich. Das Ohmsche Gel hilft dabei, sich schnell bewegende Teile zu isolieren und zu schmieren. Cool. Na gut, bis später mal. Für später mal. Damn. Kobaltspiegel hast du auch nicht zufällig am Start, ne? Das war ja so klar. Und selber bauen konnte ich die ja auch nicht, wenn ich mich. Heieieiei. Gib mir mal jetzt einfach 250, bitte. 250 Natrium. Ich brauche die jetzt, sofort. Stopp, gibt es überhaupt Kohlenstoff? Können wir sowieso vergessen. Wir müssen runter. Ohne Kohlenstoff können wir unsere Raffinerie nicht betreiben. So. Raus hier. Kobaltspiegel. Schade. Kobaltspiegel, du warst. Das ist der Gildenmeister. Genau. Und das ist der Missionsman. Was gab es nochmal drüben? Na los. Schade, dass wir hier an Bord der Raumstation nicht den Dash-Jump machen können. So,
den haben wir schon ausgelootet. Es gibt nicht zufällig bei euch hier irgendwelche Koboldspiegel. Ich weiß, ihr seid die Technikleute für Raumschiff, Exosuit und Co. Komponenten kaufen? Nee, das ist was anderes. Das ist was ganz, ganz anderes. Okay, dann habe ich nur Pech gehabt, was das galaktische Handelsnetzwerk angeht. Und ich hoffe mal, dass wir zu späterer Zeit... auf Koboldspiegel treffen werden. Nee, das ist genau das gleiche Angebot. Genau... Nee, ist es nicht. Naja, bin mir nicht sicher. Präsident, nicht sicher. Kennt ihr den Film Idiocracy? Wenn nicht, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Absolute Empfehlung. Gut, dann... Anomalie checken und weiterfliegen. Lassen wir dieses pechbringende System hinter uns. Hoffen, dass der Frachter draußen in Ordnung ist. Kann ja gut möglich sein. Na, lass mich rein. Dankeschön. Wir fliegen natürlich nach wie vor mit dem Pad, weil es einfach besser geht. Und wenn ich mich noch an die Tasten erinnern kann, dann bin ich sehr happy. Dann bin ich ein glücklicher Mann. Ne, da will ich gar nicht hin. Was haben wir denn hier alles? Oh, da ist was. Da ist was Rotes. Ein Grab. Warum wird mir das denn bitte angezeigt? Das macht mich gerade so ein bisschen neugierig. Ein Grab. Wir können ja mal hindüsen, oder? Warte mal, dein Hauptschiff? Ach so. Ach so, ja, stimmt ja. Wir haben ja eine Flotte, da war ja was. Das Rote, das müssen wir reparieren, richtig? Ich glaube ja. Also müssen wir unsere Fregatte nach wie vor noch reparieren. Probieren wir es doch gleich mal aus. Wir sollten auf jeden Fall mal vorbeigucken. Wir sind einige Patch-Versionen weiter. Die Fregatte, unsere Fregatte war das letzte Mal buggy. Da konnten wir nichts reparieren. Wir konnten den Alarm nicht wieder deaktivieren. Was sehr, sehr schade ist. Aber mittlerweile sind wir ja auf Version 1.57. Das sind zwei mehr. Ja, zwei mehr. Warte mal, stopp. Nein! Ich muss aufladen. Mit Tritium, ne? Habe ich ein Schwein, dass ich davon so viel dabei habe. Yeah! Mal wieder Pixel-Kum-Quatsch hier, ne? Da können wir auch theoretisch ja eigentlich auch auf diesen Unschärfefilter schalten. Hallöchen! Willkommen hier aus dem Cockpit von No Man's Sky. Aus meinem dicken Bomber. Ne, nicht gerade sehr schön, aber funktionell. Funktionell auf jeden Fall. Funktionell. Oh, das ist aber auch ein langer Weg. Warte mal, stopp. Da war mein Grab. Na klar, das ist das Grab. Also sind meine Sachen doch nicht verloren. Oh mein Gott, wo ist das Grab hin? Oh Mann, jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Damn. Es ist verschwunden. Ich fliege mal kurz ein Stückchen raus. Vielleicht kann ich es mit etwas Distanz doch noch wieder erkennen. Doch wiederfinden. Reicht. Stopp. Das war schon viel zu viel, aber... Naja, wir bewegen uns ja hier in einem Maßstab vom Weltall. Wir sind ganz schön lange dran vorbei, impulst. Och nee, ey, jetzt ist es weg. Nee, da ist es. Ich sehe es wieder. Ich hab's wieder auf dem Radar. Da war es gerade am oberen Bildschirm ran. Wie oft willst du dich eigentlich noch um deine eigene Achse drehen, Leo? Gute Frage, die ich zu gegebener Zeit beantworten werde. Da. Ist aber auch manchmal ein bisschen komisch. Raketen. Jawohl, ich habe Raketen. Schießt auf alles, was sich bewegt. Selbst wenn es sich nicht bewegt. Hier soll es recht sein. Oh, sehr schön. Da müssen wir hin. Markier bitte, genau. Vorsichtig. Nicht dran vorbeifliegen. Aber ist ja noch ein gutes Stück weg. Au! Ist ja noch ein ganz gutes Stück weg.
Ne? Und bei euch so? Hätte sich ein Impulssprung gelohnt, aber jetzt auch nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. Hey, 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 vorsichtig. Wow, 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 wow. Wow, habt ihr gerade gesehen? Die Trägheit hat uns gerade noch ein bisschen schräg mitgezogen. Also gegen die eigentliche Flugrichtung. Diese Gravitation. Na, 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 na. Nicht hier durchballern. Da, da, da! Vorsichtig jetzt. Jetzt ganz vorsichtig. Ach komm schon, ist doch ein Witz, oder? Das Stückchen. Ich krieg meine Sachen vielleicht wieder. Ich krieg meine... Mega! Wir haben unseren Kram zurück! Bin ich happy. Ich hab die wirklich abgeschrieben gehabt. Das ist wirklich ein glorreicher Moment. Hat er nochmal Glück gehabt, dieser Vergangenheits-Leo. Jetzt müssen wir ein bisschen Kram austauschen. Ich glaube, wenn das Grab so frei im Weltall rumfliegt, dann kann man die Sachen nur in den Schiffsinventar aufnehmen. Was haben wir denn hier? Bauplananalysator? Nee. Das können wir schicken, übertragen zum Frachter, genau. Navigationsdaten gehen an mich. Ionisiertes Kobalt. Yeah! Daraus wollte ich ja eigentlich mal die Kobaltspiegel herstellen, aber irgendwie ging das nicht. Irgendwie konnte ich die daraus nicht herstellen. Aber schön, sie wieder zurück zu haben. So oder so. Platin. Extrem wertvolles interstellares Handelsmaterial, das üblicherweise auf Asteroiden abgebaut wird. Wir haben gerade keinen Platz dafür. Ich schick's zum Frachter. Wenn es so zum Handel ist, dann brauche ich es gerade nicht. Die Wasserstoff geht an den Exoanzug. Und verdichteter Kohlenstoff auch. Muni auch, na klar. Magnetisiertes Ferrit. Oh, 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 shit, damn. Woo. Hey, 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 hey. Impulsantrieb offline. Feindliche Störung in Umgebung. Ah, stimmt, der war mir ein Bomber. Ich hoffe mal. Na komm. Soll das etwa alles sein, mein Freund? Nimm das! Oh, der Bomber. Kampfschiffe zerstört. Waren das alle? War das wirklich nur einer? Ein sehr mutiger, beziehungsweise leichtsinniger Pirat. Reisemeilenstein erreicht. Yeah! Quälgeist. Raumschiffe zerstört. 10. Warum Quälgeist? Okay, ich glaube, wir haben jetzt den restlichen Kram aufgehoben. Wird während des Kampfes nochmal aus Versehen durch unser Grab geflogen. Sieht gut aus. Gesundheit, zweimal. So, jetzt. Haben wir alles mitgenommen? Ich glaube ja. Ansonsten würde das Ding jetzt hier nicht so von uns herfliegen. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben alles. Natriumnitrat. Ja, voll ja. Wir haben fast alles, was wir brauchen, um unseren neuen Schild herzustellen. So, Mikroprozessor, das ist ein Bauteil, das brauche ich bei mir in der Tasche, Sauerstoff brauche ich bei mir in der Tasche. Das weiß ich noch nicht. Mutierte Mus-Petersilie Beeren. Dieses Spiel, das steckt voller schwieriger Wörter. Ist ein Handelsgegenstand, ne? Kommt also erstmal auf den Frachter, machen wir später alles. Signalbooster, oh ja, den brauchen wir. Naja, jetzt gerade nicht. Ah, damn. Jetzt gerade habe ich zum Frachter geschickt, ne? Ja, war ja klar. Bin ich nah genug am Frachter dran, um es wieder zurück zum Raumschiff zu schicken? Nein, bin ich nicht. Ich sag ja, die erste Aufnahme, Leute. Und
statt an neuen Übergängen zu arbeiten, hätte ich mich mal lieber ein bisschen einspielen sollen. Okay, aber macht ja nichts, macht ja nichts. So, Exo-Anzug. Exo-Anzug. Damit hätten wir alles wieder im Exo-Anzug, was wir im Exo-Anzug haben wollen. So, E-Technologie. Der Kobaltspiegel fehlt. Der verdammte Kobaltspiegel. Aber hier werden wir keinen kriegen. Hier sagt das Handelsnetzwerk, das galaktische Handelsnetzwerk sagt nö. Okay, aber wir werden jetzt erstmal zu unserem zerstörten Frachter rüberfliegen. Wobei wir ja eigentlich... Ach naja, wenn wir beim zerstörten Frachter sind, können wir ja unser eigenes... Unsere... Nee, Quatsch. Das ist die Fregatte. Die Fregatte ist kaputt. Genau. Die Fregatte ist kaputt und... Der Frachter ist unser Hauptschiff. Oder? Ich glaube ja. Doch wie dem auch sei, wir werden es gleich sehen. Das ist unser Hauptschiff. Rotes Symbol deutet meist nichts Gutes. Meist nichts Gutes. Ach, beide stehen da. Das ist ja super. Beide stehen ja da. Das ist klasse. Deswegen war ich gerade so verwirrt. Weil ich gedacht habe, das Rote... Ich wusste das. Also ich habe es noch irgendwie tief in meinen Gehirnwindungen vergraben gehabt. Dass das rote Schiff das kaputte war. Das ist die Fregatte und das ist unser Frachter. Alles klar. Sehr schön, dann können wir unseren Kram dann nämlich auch gleich abholen. Wunderbar. Auf zum kaputten Schiff. In der Hoffnung, dass wir es jetzt wieder reparieren können. Na. So, wo landen wir nochmal? Da, genau. Beschädigt die Leo 1. Selber beschädigt. Oh, was für eine Ruckelei. Mann, Mann, Mann. Ahoi, reisende Entität. Ich freue mich, von dir zu hören. Haben wir das letzte Mal alles gelesen? Für euch haben wir es gestern schon alles gelesen gehabt. Für mich ist das alles schon unheimlich her. Diese Vierdimensionalität. Krass. Schadensbericht ansehen. Automatischer Flottendiagnosebericht. Kernsystem beschädigt. Vollsetzung der... Ja. Machen wir. Ist gebongt. Dafür sind wir hier. Wir sind der Captain. Captain. So, wo ist die Markierung jetzt hier bitte? Da unten ist eine Markierung, sehr schön. Die waren das letzte Mal schon gar nicht mehr mit dabei. Ah. Bitte lass dich einfach jetzt komplett reparieren. Schaden reparieren, Stromverteiler, Gold, haben wir alles da. Oh Mann, das fühlt sich so gut an. Endlich geht dieser olle Frachter wieder. Und die Mission wurde abgeschlossen. Mann, sehr schön. Leute, es geht weiter. Dank den Patches. Dank Hello Games. Vielen Dank, Leute. Dass ihr dieses Spiel ganz gepatcht habt. Dass ihr mein Problem technischer Natur behoben habt. Und ich würde sagen, das ist ein idealer Zeitpunkt. Ein idealer Zeitpunkt, um die erste Folgenaufnahme nach meinem großen, großen Urlaub fürs erste zu beenden. Leute, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über Support freuen, in Form von einem spitzen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen, euer Leo. Bis dann, ciao.